Diese Straße da vorne ist definitiv die steilste, die wir je hatten. Die geht einfach senkrecht nach oben. Der LKW hat auch Mühe, da hochzufahren. Und Basti ist noch fleißig am Treten. Ich hoffe, der macht das Fahrrad nicht kaputt. Morgen aus unserem wunderschönen Zelt, von unserem wunderschönen Schlafplatz. Die ganze Nacht habe ich mich gefragt, was hier so krabbelt. Nimm mal die Tasche weg. Wir haben hier zwei fette Krebse drin. Einmal hier, der guckt mich an. Und dann, dahinter muss noch einer sein. Oh, zum Blattbaum. Dahinter, genau. Aber die ganze Nacht habe ich hier irgendwas gruscheln gehört, so unter dem Zelt. Ja. Auch, dass wir die nicht wieder einpacken. Ja, nicht, dass wir die mit einpacken, das stimmt. Ja, jetzt weiß ich, was es war. Es waren Krebse. Ich habe es mir schon gedacht, weil wir gestern Abend schon hier welche haben rumlaufen sehen. Aber ich hatte Angst, dass die uns durchs Zelt kommen. Naja, jetzt hatten wir auch das erste Mal Krebse im Zelt. Klasse. Heute ist auf jeden Fall wieder blauer Himmel. War gestern auch, dann hat es angefangen zu schütten. Aber das ist echt ein toller Platz hier. Wundervoll. So, und dann habe ich noch was anderes vergessen zu zeigen. Und zwar hat meine Matte den Geist aufgegeben. Kann man das sehen? Hier ist ein richtig dicker Knubbel. Vorne zwischen den Schulterblättern. Und ja, der wird gefühlt auch immer größer. Also so ein richtiges Ei. Kann man das sehen? Ja. ich habe das jetzt schon so umgedreht, dass es an den Füßen ist. Aber das ist auch ein bisschen unangenehm, da muss man die Beine mal dazwischen langlegen. Und ja, natürlich ziemlich doof. Da sind irgendwie die Kammern drinne scheinbar aufgegangen, weil das sind solche schmalen Kammern. Und an der Stelle, ja, ist es irgendwie aufgegangen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich meine, ja, die ist in 2 Jahren jetzt schon sehr oft benutzt worden. Und auf der Internetseite von Expert habe ich gelesen, dass die irgendwie 5 Jahre Garantie geben. Ich will denen jetzt mal schreiben, eine E-Mail schreiben und den Foto dazu anhängen und mal fragen, ob das normal ist. Eine Mücke. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass ich vielleicht Ersatz bekomme, also die ausgetauscht bekomme, weil wir nämlich... Hier ist eine Mücke. Weil wir nämlich Besuch bekommen, Anfang Oktober, von Bastis alten Arbeitskollegen. Der wird einen Monat mit uns mitfahren im Fahrrad durch Kolumbien. Ist alles schon geplant, gebucht hat er auch schon. Und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie eine Ersatzmatte bekomme, weil ich glaube, so darf das nicht sein. Ja, und ansonsten hole ich mir halt eine neue. Ich meine, ein bisschen Schwund ist immer nach 2 Jahren, ne? Geht hier wieder so steil rauf und runter. Unfassbar. Wenigstens ist der Boden jetzt ein bisschen fester, der Schotter. Aber trotzdem, ich muss schieben, das ist zu steil. Boah, war das gerade ein Anstieg. 600 Meter oder 500, knapp 500, etwas über 500. 13%. Alter Schwede. Und das bei der Hitze. Wir haben gar nicht, wie viel haben wir? 41 Grad. Selbst den Affen ist das zu warm. Da oben chillen ein paar Brüllaffen. Und Jasmin
kämpft sich jetzt hoch. Ich lasse mal mein Fahrrad hier stehen. Ich helfe ihr mal schieben. Also ich bin hochgefahren, aber es war schon puh. Und jetzt gehen wir mal zurück, weil Jasmin schiebt. Ich helfe mal ein bisschen, damit sie auch ans Ziel kommt, ein bisschen leichter. Da ist sie. Hab sie gefunden. Oh, das ist so steil. 13%. Oh, wir wollten extra an der Küste lang fahren, damit wir eine ruhige Straße haben und bessere Schlafplätze und so. Aber es geht hier einfach nur rauf und runter die ganze Zeit auf Schotter. Oh. Jetzt sehen wir die letzten Meter fahren. Hier ist auch nicht mehr ganz so steil. Finden und Eis drin. Aber sowas von. Oh ja. Wie war das? Wer schöne Strecken fahren will, muss auch mal leiden. Mal ist gut. Hauptstraße fahren ist zwar auch immer gut, um voranzukommen, aber auf Dauer ist das halt auch ätzend. Flach wird toll am Strand, aber... Flach am Strand, ja, sowas gibt es nicht. Das hast du nur an der Ostsee. Oder an der Nordsee in Niederlande. Diese Straße da vorne ist definitiv die steilste, die wir je hatten. Die geht einfach senkrecht nach oben. Der LKW hat auch Mühe, da hochzufahren. Und Basti ist noch fleißig am Treten. Ich hoffe, der macht das Fahrrad nicht kaputt. Boah, ich werde das bestimmt nicht schaffen, da hochzuschieben. Mein Gott, hoffentlich wird der jetzt nicht umgefahren. Ah, er schiebt, sehr gut. Ist zu steil. So eine steile Straße habe ich noch nie gesehen. Na, dann versuchen wir das auch mal, ne? Basti hat es fast geschafft. Richtig irre. Die Sache ist, da vorne geht der Fluss lang und hinterm Fluss geht es immer hoch. Das heißt, man brettert einen steilen Berg runter zum Fluss und muss auf der anderen Seite hinter dem Fluss einen richtig steilen Berg wieder hoch. Das ist eigentlich immer so. Wenn man weiß, es geht runter, kommt ein Fluss und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Also ganz schön hart. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden heute einen Minimarket und können uns ein Eis kaufen. Das wäre toll. Das Meer, wunderschön. Und hier riecht es auch wieder richtig nach Meer. Das mag ich. So, wir gönnen uns erstmal eine kleine Eispause. Es ist zwar kein Oreo-Eispot, aber ein Stieleis ist auch. Ist auch gut. Und dann mit der Aussicht. Fahrräder stehen jetzt hier direkt hinter uns. Hier war nämlich auch eine super coole Bank. Und jetzt wird erstmal ein Eis geschlabbert. Was Besseres gibt's gar nicht.
Oh ne, ich will da nicht rüber. Die sieht so wackelig aus. Soll ich da rüber schieben? Oh Gott. Besser als durchs Wasser zu latschen. Sieht sehr, sehr wackelig aus. Oh Gott, oh Gott. Ich werde das erstmal überprüfen. Ist überhaupt für so ein fettes Fahrrad ausgelegt? Okay. Falls ich das nicht überleben sollte. Ich hab dich sehr lieb. Oh Gott, es wackelt. Ui. Das war gut. Hui. Abenteuerspielplatz. Toll. Sind alles Mangobäume. Die sind alle schon abgeerntet. Wir haben übrigens Asphalt kurz wieder. Eben aus dem Dorf raus, wo wir Pause gemacht hatten, war auch Asphalt. Dann kam Schotter. Ich glaube, da vorne geht mit Schotter, geht's wieder weiter. Ja, klasse. Naja. Boah, dieser Lehmboden. Der ist echt verrückt. Also, der ist so klebrig, braun, zwar fest, dass man nicht einsackt, aber wie frischer Teer, kann man sagen. Also richtig klebrig. Ja, als würde man auf Kleber fahren. Das ist echt, echt nicht ohne. Sieht gar nicht so schlimm aus, aber man klebt richtig fest. Und berghoch kommt man fast nicht von der Stelle. Und jetzt kommt auch gleich noch der Regen. Naja. So sieht's aus. Mehr Fahrradfahren. Achso, wir haben übrigens wieder Asphalt, Hauptstraße erreicht. Asphalt! Man ist dreimal so schnell. Unsere Schotter- und Staubpiste ist zurück. Die gute asphaltierte Straße hat leider aufgehört. Aber so sind wir wenigstens ein Stück gut vorangekommen. Schauen wir uns das doch mal an, wie das hier aussieht. Das scheint ein Restaurant zu sein. Also das Problem ist, dass das Wasser immer sehr weit hochkommt. Und das Zelt dann da aufzubauen wird wahrscheinlich was schwierig. Basti guckt sich das da hinten jetzt mal an. Falls es nicht geht hier, dann haben wir noch zwei weitere Buchten, die noch ein Stück weiter kommen. Der Weg hierher war jetzt ziemlich lang, kann man sagen. Den müssen wir dann halt wieder zurückfahren. Hoch und runter durch den Wald. Aber was soll's, einen Schlafplatz werden wir schon irgendwie finden. Gut, Basti hat einen Schlafplatz gefunden da vorne. Da müssen wir jetzt nur einmal durch den Sand durchschieben. Ich klemme euch mal ran und dann schieben wir mal zusammen darüber.
komme ich nicht mehr zurück. Na klasse, stehe ich gleich. Uah, Mann, ey. Basti musste mich einmal retten kommen. Ich kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das ist richtig eingesackt dort, weil da das Wasser schon hingekommen ist. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen an unserem Platz der Wahl. Hier oben werden wir das Zelt aufbauen. Hier ist eine perfekte Fläche. Und man sieht, wenn es regnet, keine Spurrillen vom Starkregen. Das haben wir nämlich da hinten gesehen, wo wir geparkt haben neben dem Haus. Da fließt das Wasser immer runter, wenn es doll regnet, und hier halt nicht. Deswegen, hier werden wir es aufbauen und dann ist das Meer auch weit genug weg. Hier vorne ist eine Kante, das heißt, wenn, dann kommt das Wasser allerhöchstens bis hier. Aber ich denke, so weit wird es nicht kommen, und hier oben geht es dann halt ein Stück in den Wald rein. Super, also ich mag es hier. Langsam haben wir es raus hier mit dem Regen. Wir haben gerade noch rechtzeitig das Zelt aufgebaut und das Carp. Die Sachen haben wir noch nicht ins Zelt geschmissen. Da war es zu spät für, aber wir haben es hingekriegt, es aufzubauen. Also Basti hat es aufgebaut. Ich habe die Taschen schnell und das Carp geschleppt. Also den größten Teil zumindest. Und ja, das ist nicht ganz alles trocken, aber so geht's. Haben wir doch noch einen schönen Sonnenuntergang. Zwar ein bisschen bewölkt, aber sieht trotzdem super schön aus. Schönen guten Morgen. Ja, schöne Nacht hinter uns gehabt. War eigentlich ganz ruhig, hat ziemlich viel geregnet, aber unser Zelt hält ja dicht. Andere Sache, wir haben jetzt das Zelt abgebaut und wir sind ja gestern über diesen kleinen Bach rüber. Der ist jetzt dank dem Regen ein bisschen größer. Und da darf ich jetzt alles rübertragen. So, fast geschafft. Letzte Tasche noch. Geht alles immer irgendwie. So, wir haben es geschafft. Wir sind drüben und zurück auf unserem Weg. Ja, jetzt geht es zurück zur Hauptschotterstraße. Und dann nach Samara, ne? Ja. Nach Samara. Das ist in ca. 10, 12 Kilometern. Da wollen wir einen kleinen Boxenstopp machen, weil es da auch einen Supermarkt gibt. Und dann sehen wir mal, wie unsere Route weiterführt. Weil unsere eigentliche Route führt halt weiter durch Matschpisten und so. Und zwar auch noch ein bisschen rauf und runter. Jetzt sind wir mal überlegen, ob wir umplanen und auf die so einen kleinen Schwung machen auf die Hauptstraße. Das Problem ist nämlich, dass wir haben noch 123 Kilometer und für morgen haben wir uns eine Unterkunft gebucht, weil der Basti nämlich übermorgen Geburtstag hat. Und wir wollen den Live-Chat ja auch noch machen bei YouTube. Wenn ihr das Video seht, ist der ja schon draußen. Und demnach haben wir ein bisschen Zeitdruck und über Schotter und Matschpisten sind halt 60 Kilometer pro Tag mindestens jetzt in dem Fall
schwierig. Deswegen sind wir am Überlegen, anspruchsvoll. Ob wir... Ja, ja. Sehr anspruchsvoll. Wir haben gestern, ich glaube, bis um 12:30 11 Kilometer geschafft über starke Schotterpisten. Weil es halt, ihr habt es ja gesehen, ganz halt einfach hoch, runter und dann nochmal mit 18% oder mal mit 7-8% und das auf Schotter. Das ist sehr anstrengend. Und über die Hauptstraße, sag ich mal. Wohlgemerkt darf man nicht vergessen, es sind trotzdem noch, auch wenn es jetzt hier bewölkt ist, wir haben knapp 40 Grad. Fühlt sich nicht so an. Nee, jetzt gerade nicht. Es ist noch früher Morgen, jetzt haben wir 28. Ah ja, das geht. Aber wenn die Sonne rauskommt, ist man schnell bei 40 Grad. Deswegen sind wir froh, dass es bewölkt ist, aber das heißt auch, dass sehr wahrscheinlich Regen kommt. Naja, wir fahren jetzt erstmal nach Samara und dann sehen wir mal weiter. Überall Mangos. Ich könnte kotzen. Hier soll die Hauptstraße lang gehen. Das ist ein fetter Fluss. Und auf der anderen Seite soll die Straße weitergehen. Aber wir kommen doch hier nicht rüber. Mann, ey. Klasse. Das wird ganz schön tief sein, ne? Das wird ganz schön tief sein, oder? Das werde ich jetzt testen. Wie tief es da vorne ist. Aber da ist halt auch alles voll mit Kies und Flammen. Naja, wir versuchen es mal.